Moin und guten Abend, liebe Zuschauer. Hallo Niedersachsen beginnt heute direkt mit dem Sturz der Landesregierung von Stefan Weil. Blickfrei. Alles ist geplant. Auch die Stellwände mit Parteilogo, um die Überraschung gut zu platzieren. Elke Twesten, sie schreibt Landesgeschichte. Für die CDU-Politiker um sie herum ist sie wohl eine Heldin. Für andere eine Verräterin. Ein Auftritt wie aus dem Lehrbuch für politische Knüller. An ihrer Seite der CDU-Fraktionschef Stolz. Uff, Rücktritt? Neuwahlen? Bitte was? Von einem Moment auf den anderen ist alles anders. Die Überläuferin wird weggeführt, bitte keine Fragen mehr. Manchmal ist es eben der Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Orkan auslöst. Hier im Haus der Landesregierung beginnt hinter verschlossenen Türen nach 2 Schreckensstunden die Krisensitzung. Die traut sich was, die Elke Twesten. Dem politischen Partner die Ehe aufkündigen. So, dass SPD und Grüne Gift und Galle spucken. Gerade erst hatte sie Geburtstag, die Elke Twesten ist. 54 Jahre, eine, die mit Karacho einsteigt. Bei der Partei, mit der sie sozusagen ihre zweite Ehe eingeht. Politisch natürlich. Aber der Partnerwechsel, die Hingabe an den politischen Gegner, hat die eigene Partei doch überrascht. Eine Frau, die beides kann, Kinder und Karriere. Erst Fremdsprachensekretärin, dann Studium, danach beim Zoll Hamburg. Und immer politisch engagiert. Erfahren ist sie, aber nicht abgebrüht. Den Kloß im Hals konnte sie bei aller Professionalität heute nicht verbergen. Und von daher habe ich mich gefragt.